Bei der Arbeit mit Formeln kann man schnell mal den Überblick verlieren. Wo kommen die Eingabewerte her? In welchen anderen Zellen wird das Ergebnis der aktuellen Zelle verwendet? Microsoft Excel bietet dafür einen eingebauten Detektiv, mit dem man die Spur zum Vorgänger oder Nachfolger sichtbar machen kann. Wie man das macht, sehen wir uns nun an. Wenn euch dieses Video gefällt, freue ich mich sehr, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video. Nachdem ich nun Microsoft Excel geöffnet habe, habe ich bereits ein Beispiel vorbereitet. In diesem Arbeitsblatt suche ich mir die betreffende Tabelle bzw. Bereich und markiere die Zellen mit der Formel, die ich genauer unter die Lupe nehmen möchte. In meinem Fall ist es dieser Bereich. Anschließend klicke ich im Menüband auf Formeln, dann in der Gruppe Formelüberwachung findet man zwei Hilfsmittel, mit denen sich die Bezüge visualisieren lassen. Wenn ich auf Spur zum Vorgänger klicke, fügt Microsoft Excel Pfeile von den Zellen aus ein, die das Ergebnis der ausgewählten Zelle beeinflussen. Dabei zeigt jeder einzelne Punkt auf der Linie eine relevante Beziehung an. Somit weiß ich, dass es in der Zelle D22 eine Berechnung aus D10 und F10 zusammensetzt. Das Ganze funktioniert auch umgekehrt. Wenn ich die Option Spur zum Nachfolger aktiviere, zeigt Excel Pfeile zu den Zellen an, die in den Inhalt der aktuell markierten Zelle verwendet. In diesem Fall D31 bzw. in der Gesamtberechnung. Die Pfeilfarbe ist fest vorgegeben. Blaue Pfeile stellen Zellen ohne Fehler dar. Rote hingegen weisen auf Zellen hin, die Fehler verursachen. Man kann auch diese Formeln Spuren wieder entfernen. Dazu einfach im Menüpunkt Pfeile entfernen, einen Klick machen und die Pfeile werden wieder entfernt. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Tschüss und bis bald.